Eines der schönsten Wintermärchen, welche die Natur erschaffen hat, können Sie in Bulgarien erleben. Der weiße Bann der Berge ist einfach berauschend. Die Kombination von Sonne, Schnee und guter Laune lässt Sie von diesem zauberhaften Land, seinen Leuten und von wunderschönen Augenblicken der Verschmelzung mit der Schönheit schwärmen. Das halbe Territorium Bulgariens nehmen Gebirgsmassive unterschiedlicher Höhe, Fläche und Charakteristik ein, die das ganze Jahr über für Erholung, Sport und Tourismus geeignet sind. Pirin ist das zweithöchste Gebirge in Bulgarien mit dem am stärksten ausgeprägten alpinen Charakter. Das Pirin-Gebirge befindet sich im Südwesten des Landes und nimmt eine Fläche von rund 1210 Quadratkilometern ein. Dort herrscht Gebirgsklima mit einem starken mediterranen Einfluss, welcher die vielen Sonnentage im Jahr bedingt. Die in der bulgarischen Folklore vielbesungenen Gipfel des Pirin-Gebirges sind ideal für Winter-, Ski- und alpinen Sport geeignet. Mehr als 60 dieser Gipfel sind über 2500 Meter hoch. Der höchste von ihnen ist Wichren mit einer Höhe von 2914 Metern. Im nördlichen Teil des Pirin-Gebirges gibt es mehr als 150 Gletscherseen. Der am höchsten gelegene ist der Gornopolezhansky-See. Er befindet sich in einer Höhe von 2710 Metern und ist somit der höchstgelegene Gletschersee auf der Balkanhalbinsel. Wegen der einmaligen Natur wurde der Nationalpark Pirin geschaffen. Er erstreckt sich auf einer Fläche von rund 40.000 Hektar. Wegen seinem außerordentlichen Wert wurde der Nationalpark 1983 in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Unmittelbar unter dem schönsten und höchsten Gebirgszug befindet sich die Stadt Bansko, ein bevorzugter Ort für heimische und ausländische Touristen. Die Stadt hat 12.000 Einwohner und liegt 925 Meter über dem Meeresspiegel. Bansko ist nur 160 Kilometer von der bulgarischen Hauptstadt Sofia entfernt und gehört zu den zweifellos beliebtesten Skikurorten im Land. Die Bedingungen für Sport und Erholung sind unter den besten auf dem Balkan. Zahlreiche Skipisten, mehrere Sesselbahnen und Skischlepplifte, Möglichkeiten für Heliskiing, das von Hubschraubern bedient wird, ein speziell errichteter Snowboardpark. Die Pisten sind abgesichert und in einem idealen Zustand. Der Rettungsdienst sorgt während der ganzen Wintersaison rund um die Uhr für die Sicherheit der Touristen. Südlich von Bansko befindet sich Schiligarnica, der größte Skiort im Pirin-Gebirge. Die Seilbahn hat eine Länge von 706 Metern und eine Kapazität von 800 Personen pro Stunde. Direkt unter dem Gipfel Tudorka, 450 Meter über dem Meeresspiegel, liegt die höchste Skipiste in Bulgarien, die bis Ende Mai genutzt werden kann. Die Gastfreundschaft in Bansko bildet eine einmalige Kombination aus Sehenswürdigkeiten, reichem historischen und Kulturerbe und modernem Komfort für die Touristen. Zu den Kultursehenswürdigkeiten gehören zwei Kircheninkonostase, die ethnografische Exposition und das Haus der Künste. Eine ständige Ausstellung von Ikonen zeigt die besten Vorbilder der Malerschule von Bansko. Die Architektur in Bansko ist arteigen und authentisch und spiegelt die Geschichte der Stadt und das geistige Bestreben ihrer Bürger wider. Hohe Mauern mit doppelten Pforten umgeben die Steinhäuser aus der bulgarischen Wiedergeburtszeit. Zahlreiche Hotels, Restaurants und Imbissstätten vermitteln Ihnen ein Bild von den besten Traditionen in der bulgarischen Küche und entsprechen Ihrem individuellen Geschmack und Vorlieben.
Hier bekommen Sie die charakteristischen Männerlieder aus Bansko zu hören, die eine außerordentliche Erscheinung in der bulgarischen Folklore sind. Sie können die örtlichen Spezialitäten Kapama und Schaschlik probieren und alten Wein aus Bansko verkosten, indem Sie die Sonne Bulgariens herausschmecken können. Die Rhodopen sind das malerischste Gebirge in Bulgarien. Tiefe Flussebenen, hohe Felsenklippen und am Fuße des Berges gekuschelte Dörfer vermitteln ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Dieser Eindruck wird von der Gastfreundschaft und Weisheit der Ansässigen verstärkt. Die Rhodopen haben jahrhundertealte Spuren im historischen Gedächtnis der Bulgaren hinterlassen. Dank ihrer paradiesischen Schönheit sind Sie ein beliebtes Urlaubsziel. Hier können Sie kosmische Energie tanken und die Nähe zu den Sternen spüren. Es ist bei weitem kein Zufall, dass die Rhodopen Heimatort des legendären Sängers Orpheus sind und der altgriechische Dichter Homer sie schneebedeckte Gebirge der Thraker nannte. Im Herzen der Rhodopen befindet sich die Perle der bulgarischen Winterkurorte Pamporovo. Es liegt in einer Höhe von 1650 Metern über dem Meeresspiegel am Fuße des Gipfels Snežanka und ist das beliebteste und größte Skizentrum in Bulgarien. Die Sesselbahnen und Skilifte zu den Pisten haben eine Kapazität von ca. 7000 Personen pro Stunde. Sie durchqueren jahrhundertealte Kiefern- und Tannenwälder. Der Winter hier ist auch für Snowboarder ein wahres Paradies. Für sie wurde eigens eine spezielle Halfpipe gebaut, die 150 Meter lang und 3 Meter hoch ist. Die Ruhe und Sicherheit ihres Aufenthalts sind gewährleistet, weil es hier keine plötzlichen Wetterumschläge und Lawinen gibt. Durchschnittlich sind die Schneetage mehr als 150 pro Jahr und die Schneedecke wird über 2 Meter dick. Die Skipisten in Pamporovo sind von unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrad. Die Abfahrt bereitet sowohl Anfängern als auch Profis einen unvergesslichen Genuss. Falls Sie noch nicht Skifahren können, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Skischulen in Pamporovo gehören zu den besten in Europa. Für Anfänger wurden mehrere grüne Pisten und Plätze mit Mini-Ausrüstung und Babylifts errichtet und für Fortgeschrittene gibt es mehrere sehr steile, schwarze Pisten. Pamporovo wurde dank seiner wunderschönen Natur, der frischen Luft und seinen sonnigen und angenehm kühlen Tagen zu einem attraktiven Anziehungsort für viele Touristen. In seiner Nähe befinden sich der Kurort Stojkite, der ethnografische Komplex Širokolaka, Mumčilovci, Proglet und die Stadt Smolan, von denen einige in der UNESCO-Liste eingetragen sind.
Brila ist das höchste Gebirge auf der Balkanhalbinsel mit dem 2925 Metern hohen Gipfel Musala. Das überwältigende Panorama aus seinen Höhen ist unbeschreiblich. Über 200 blaue Seen, viele Quellen und Bäche, bunte Wiesen und schneebedeckte Berge vermitteln ein Gefühl von Ewigkeit. Der größte Kurort im Rila-Gebirge ist Borovets. Es liegt 1350 Meter über dem Meeresspiegel und ist von jahrhundertealten Kiefernwäldern umgeben, aus denen sein Name abgeleitet wurde. Es ist nur 73 Kilometer von Sofia entfernt und ist leicht zugänglich. In der Vergangenheit war Borovets bevorzugtes Jagdrevier der bulgarischen Zaren. Nun ist es ein moderner Skiort der höchsten Klasse, der Luxus und reichhaltige Unterhaltung bietet. Dort sind perfekte Bedingungen für alle Wintersportarten vorhanden. Alpines Skifahren, Skisprung und Biathlon. Borovets war zweimal Austragungsort der alpinen Weltcuprennen. Sehr gut ist die Schneedecke von Ende Dezember bis Ende April und es gibt 18 Skipisten mit einer Gesamtlänge von 40 Kilometern. Die Biathlonpisten sind etwa 2 Kilometer vom Zentrum des Kurorts entfernt und sind insgesamt 18 Kilometer lang. Das Skizentrum wird von 14 Skischleppliften und 3 Sesselliften bedient. Es gibt auch Schneekanonen und über 200 hochqualifizierte Skilehrer, die verschiedene Fremdsprachen beherrschen. Es werden auch Gruppenwanderungen organisiert, die von erfahrenen Bergsteigern geführt werden. Während dieser Wanderungen können Sie viele malerische Orte im Rila-Gebirge sehen. Die 7 Rila-Seen, den Gipfel Maljovica, den Gipfel Musala und viele andere mehr. In Borovets kann man auch in der Nacht Skifahren. Die Bergwacht garantiert die Sicherheit rund um die Uhr. Die Skikarnevals sind eine wahre Fiesta und die Abende, an denen Skizertifikate ausgeteilt werden, bleiben den Besuchern ewig in Erinnerung. We'll be right back.
Vitusha erhebt sich in unmittelbarer Nähe der bulgarischen Hauptstadt Sofia und gehört zu ihren Wahrzeichen als höchste Metropole Europas. Das Vitusha-Gebirge nimmt im Vergleich zu anderen hohen Gebirgen in Bulgarien keine große Fläche ein, doch es vereint zahlreiche positive Faktoren. Hohe, attraktive Gipfel, schöne, dichte Wälder, viele Tourismus und zwei alpine Objekte sowie ausreichend Schneefälle für eine stabile Schneedecke. Wenn man seine Nähe zur Hauptstadt in Betracht zieht, versteht man, warum sich dieses Gebirge einer so großen Beliebtheit und vieler Besucher erfreut. Hier befindet sich die größte natürliche Skipiste in Bulgarien, der riesige Abhang, die Wand. Sie ist mit zwei Kabinenlifts ausgerüstet. Sessel- und Schlepplifts, Anlagen zur Erzeugung von Kunstschnee, das ist nur ein Teil der Einrichtungen, die komfortable Bedingungen für Sport, Erholung und Tourismus gewährleisten. Ein anderes wichtiges Tourismuszentrum ist die Berghütte Aleko, wo die europäische Wanderroute E4 beginnt. Die bulgarischen Bergkurorte bieten einmalige Bedingungen für Winter- und Sporturlaub. Sind Sie einmal gekommen, werden Sie immer und immer wieder hierher zurückkehren, in Erwartung neuer Abenteuer.